Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Beim diesjährigen Bilanzpressegespräch für das Geschäftsjahr 2018 konnte die VR-Bank Rhein-Neckar EG erneut positive Geschäftszahlen präsentieren. Wiederholt gute Wachstumsraten im Kundengeschäft liefern dabei das Fundament für ein durchaus passables Jahresergebnis bei der Genossenschaftsbank. So zeigte sich auch Dr. Wolfgang Thomasberger, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rhein-Neckar EG, grundsätzlich zufrieden mit den vorgestellten Zahlen. Ich habe ein Lächeln im Gesicht, weil die Zahlen und die Entwicklung sehr positiv ist und wir mit dem Geschäftsjahr sehr zufrieden sind. Ich habe ein bisschen eine Träne im Knopfloch, weil Sie haben ja gesehen, dass alle Volumenzahlen nach oben gehen, das Ergebnis aber gleich bleibt. In normalen Zeiten würden wir eben auch das Ergebnis positiv gestalten können und das macht uns so ein bisschen unzufrieden am Ende des Tages. Woran liegt das? Ja, das liegt in erster Linie daran, dass wir in einer Zinsstruktur sind, die einer regionalen Genossenschaftsbank mit unserem Geschäftsmodell nicht in die Karten spielt, sondern eher im Gegenteil uns ein bisschen belastet. Das Problem haben aber alle regionale Banken. Ich bin da nicht solo unterwegs und wir müssen gucken, dass wir es als Chance begreifen. Aber momentan ist es schon so, dass es uns ein bisschen belastet. Und wie sieht das für die Zukunft aus? Ja, ich befürchte nicht viel besser, wenn ich die Entwicklung mir anschaue, die auch von der EZB momentan kommuniziert wird. Wenn ich sehe, wie sich die Wirtschaft entwickelt, dann glaube ich nicht, dass wir die Chance haben auf langsame und sinnhafte Zinssteigerung, sondern wir werden mit dem, was wir heute haben, weiterleben müssen. Heute war auch ein großes Thema die Digitalisierung. Wie sind Sie da aufgestellt? Ja, Digitalisierung ist ein großes Thema, weil es in jeden Lebensbereich hineinkommt. Es gibt vor 11 Jahren gab es das erste iPhone und seitdem hat sich, glaube ich, Unglaubliches entwickelt. So ist es auch bei uns. Die meistgenutzte Filiale ist nicht mehr eine Filiale vor Ort. Das ist in der Tat das iPhone oder vergleichbare Geräte. Und wir müssen uns dem Thema stellen und wir müssen verbinden unsere alte Welt, in der wir uns befinden, regionale Welt mit der Digitalisierung und das fordert uns. Aber wir sind da sehr zuversichtlich. Sie haben auch mit einem gewissen Stolz Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Trotzdem betonten Sie auch, dass es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu finden. Was macht da die VR-Bank, um weiterhin gut aufgestellt zu sein? Ja, wenn man Qualitätsanbieter sein will, und das wollen wir, dann sind die Mitarbeiter das Entscheidende. Und da sind wir sehr froh, dass wir sehr, sehr gut haben. Wir spüren aber auch, dass die Möglichkeiten, andere Aufgaben wahrzunehmen, größer werden. Und wir müssen letztendlich die Mitarbeiter, die wir haben, ganz, ganz früh schon mit denen besprechen, wie ihre Karriereweg sein kann, was sie erreichen können, was wir ihnen anbieten können, wo wir gemeinsam Ziele erreichen können. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber im Großen und Ganzen sind wir ganz zufrieden. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen liegt der Bilanzgewinn also leicht über dem Vorjahresniveau. Das Vorstandsteam blickt demnach positiv in die Zukunft. Besonders freut es sich Dr. Thomasberger, abseits der reinen Bilanzzahlen, wieder über das geleistete gesellschaftliche Engagement. Also wir fühlen uns in dieser Region sehr, sehr wohl. Weil schlicht und ergreifend, wenn es dieser Region gut geht, es auch uns gut geht. Und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass es dieser Region gut geht. Und alle Mitarbeiter sind sehr stark verwurzelt hier. Und das ist so eines der großen positiven Punkte, die eine Genossenschaftsbank einfach mit sich bringt. Und wir werden alles tun, dass das auch so bleibt, weil es allen hilft. Und das ist ein schönes Gefühl. Dankeschön. Sehr, sehr gern.